Genderideologie und wie die ideologische Gleichschaltung schon bei den Kindern beginnt. Bereits 1999 ist das sogenannte Gender Mainstreaming zum Leitprinzip der deutschen Politik erhoben worden, ohne dass die Bevölkerung je über die wahren Inhalte und Ziele informiert wurde. Gender Mainstreaming ist bekannt als Programm zur Gleichstellung von Mann und Frau. Es geht jedoch um viel mehr, nämlich um die Auflösung und Abschaffung der Geschlechter. Dafür gilt es, nicht nur Meinungen und Anschauungen zu ändern, sondern das menschliche Gehirn neu zu prägen. Je jünger ein Gehirn, umso beeinflussbarer ist es. Deshalb beginnt die Gendererziehung bereits bei den Dreijährigen. In Kuschelecken dürfen Kindergartenkinder heute nackt und spielend die Körperteile und die eigene Lust kennenlernen. Des Weiteren werden zum Beispiel kleine Mädchen animiert, Fußball zu spielen, sich körperlich durchzusetzen, zu schreien und zu boxen. Jungs hingegen werden angehalten, sich als Prinzessin zu verkleiden oder die Nägel zu lackieren. Auch durch Bilderbücher werden Kinder in ihrer geschlechtlichen Identität gezielt verunsichert. Neuestes Beispiel ist ein Buch für Kinder ab 2 Jahren, auf dem der Titel lautet »Wie Lotta von ihrem Transpapa geboren wurde«. Frau Dr. Med-Christel von Holt, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, äußerte sich wie folgt dazu. Frühsexualisierte Kinder, die kein eindeutiges Empfinden mehr haben, ob sie Junge oder Mädchen sind, sind anfälliger für Manipulation und ideologische Gleichschaltungsversuche. Diese aktuellen Entwicklungen und Fakten erwecken den Anschein, dass genau dies beabsichtigt ist. Ergänzend zum heutigen Thema können Sie auf klagemauer.tv in der Sendereihe vom 28. November 2015 mehr zu den Hintergründen des Gender Mainstreams erfahren. Die sexualpädagogische Verfilzung. Zu den Organisationen, die die Frühsexualisierung vorantreiben, gehören in Deutschland die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, BZGA, das Institut für Sexualpädagogik in Dortmund, ISP, und Pro Familia als deutscher Arm von IPPF. Schaut man sich die Gründungsmitglieder, Vorstände, Vorsitzenden, Mitarbeiter und Unterstützer dieser Institute bzw. Vereine an, finden sich die Namen all derer wieder, die auch als treibende Kräfte bei der Frühsexualisierung in Erscheinung treten. Wie gut vernetzt und perfekt organisiert diese Kräfte sind, sieht man am Beispiel von Uwe Sielert, ehemaliger Mitarbeiter der BZGA. Tätig als Professor für Sozialpädagogik an der Uni Kiel, wissenschaftlicher Beirat des Instituts für Sexualpädagogik und Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Sexualpädagogik. Er ist zudem Mitglied verschiedener Kommissionen sowie Berater in staatlichen und kirchlichen Einrichtungen. Aktuell wird durch dieses funktionierende Netzwerk die zerstörerische Sexualerziehung in allen Bundesländern gleichermaßen durchgesetzt. Mittlerweile ist es im Bauwesen zur Pflicht geworden, vor Beginn eines Neubaus ein sogenanntes Bodengutachten über Art und Beschaffenheit des Baugrundes erstellen zu lassen. In diesem Gutachten wird der Untergrund intensiv auf seine Tragfähigkeit hin untersucht, um fatale Folgeschäden wie Risse im Mauerwerk oder Feuchtigkeitsprobleme auszuschließen. Sollten solch strenge Vorgaben analog nicht auch in anderen Bereichen Standard sein, zum Beispiel wenn es um die Zukunft unserer Kinder geht? Besonders bezüglich des neuen Aufklärungsunterrichtes in Kindergarten und Schule erscheint es dringend notwendig, auch diesen Untergrund intensiv auf seine Tragfähigkeit hin zu untersuchen. Was waren und sind das für Menschen, die zum Beispiel behaupten, alle kleinen Kinder seien Sexforscher? Welche Ziele verfolgen sie? In unserer heutigen Sendung möchten wir Ihnen einen Einblick in dieses Bodengutachten geben. Bei der Untersuchung der folgend genannten einflussreichsten Gender-Ideologen fallen interessante Zusammenhänge auf. So gilt etwa Magnus Hirschfeld als Pionier der Sexualwissenschaft. Um seine Homosexualität frei ausleben zu können, wollte er die Geschlechtsidentität überwinden. Alfred Kinsey, der Vater der Sexualwissenschaft, war ein Sadomasochist, der Kinder und Gefängnisinsassen missbrauchte.
Sein Nachfolger John Money trat in der Öffentlichkeit als Wissenschaftler auf, während er gleichzeitig für Gruppensex und sogenannte Fucking Games, das meint perverse Sexspiele für Kinder, warb. Simone de Beauvoir, französische Schriftstellerin, prägte den Leitsatz: Man wird nicht als Frau geboren, sondern zur Frau gemacht. Schwangerschaft war für sie eine Verstümmelung und der Fötus ein Parasit. Die noch heute lebende US-amerikanische Philosophin Judith Butler selbst ist lesbisch und empfindet die Zweigeschlechtlichkeit als Gefängnis, als Diskriminierung der Natur. Kinder werden ihrer Meinung nach nicht empfangen, sondern designt. Zudem fordert Butler vehement die Abschaffung des Inzest-Tabus. Diese Ideologen haben eines gemeinsam: Sie werden trotz der eindeutigen Gesetzesverstöße fast überall als anerkannte Experten behandelt und nicht von der Staatsanwaltschaft angeklagt. Wir fahren fort mit einem Überblick über Behauptungen und Ziele namhafter Sexualpädagogen hier in Deutschland. Helmut Kentler war deutscher Psychologe und Professor für Sozialpädagogik an der Universität Hannover. Seine Behauptungen sind: Sex mit Kindern ist kein Unrecht, wenn keine Gewalt angewendet wird. Das Inzesttabu zwischen Eltern und Kindern muss aufgeweicht werden. Jedes Kleinkind hat ein Bedürfnis nach Onanie, das meint Selbstbefriedigung. Des Weiteren Professor Uwe Sielert, Sexualpädagoge und Pädagoge mit Professur in Kiel. Sein Buch »Lisa und Jan«, ein Aufklärungsbuch für 4- bis 8-jährige Kinder, zeigt sexuelle Handlungen unter Kindern. Er sagt, Kinder sollen die Lebensenergie, Sexualität tastend, sehend, fühlend, schmeckend und hörend erfahren. Professor Dr. Elisabeth Tueder, Soziologin, lehrt an der Universität Kassel. Als selbsternanntes Ziel strebe sie die bewusste Verwirrung der Kinder an. Zum Unterricht gehören für sie Gegenstände wie Lederpeitsche, Handschellen, Dildo und so weiter. Jugendliche sollen im Unterricht einen Puff für alle gestalten. Professor Dr. Stefan Timmermans, Professur mit den Schwerpunkten Sexualpädagogik, sexuelle Bildung. Er rät: Kinder sollen ihren Körper gegenseitig in Kuschelhöhlen erforschen. Kinder müssen über Oral- und Analverkehr, Gruppensex und Spermaschlucken aufgeklärt werden. Warum werden diese Gender-Sexualpädagogen aufgrund solcher Aussagen nicht strafrechtlich verfolgt? Ursula Enders vom Verein Zartbitter, das ist eine Kontakt- und Informationsstelle gegen sexuellen Missbrauch von Jungen und Mädchen, sagt dazu: Eine Sexualpädagogik der Vielfalt, die mit sexuell grenzverletzenden Methoden arbeitet, ist ein Etikettenschwindel. Dies ist eine neue Form sexualisierter Gewalt, die zudem sexuelle Übergriffe durch Jugendliche fördert. Zur Vertiefung des Themas zeigen wir Ihnen im Anschluss unseren Dokumentarfilm »Die verborgenen Wurzeln der modernen Sexualaufklärung«. Guten Abend. Norwegen galt 2008 als das Land mit der größten Geschlechtergerechtigkeit. Obwohl die norwegische Regierung Anstrengungen unternahm, um zum Beispiel männliche Pflegekräfte oder weibliche Ingenieure zu finden, blieb die Trennung der Geschlechter am Arbeitsplatz verblüffend stabil. In Norwegen sind 90% aller Krankenpfleger weiblich und 90% aller Ingenieure männlich. Dieses Phänomen wird das norwegische Geschlechtergerechtigkeitsparadox genannt. Der Komiker Harald Aja geht diesem Phänomen in seinem Dokumentarfilm Gehirnwäsche auf den Grund und lässt Wissenschaftler unterschiedlichster Herkunft darin zu Wort kommen. Vertreter der Gender-Ideologie unter ihnen verneinen biologische Ursachen für die unterschiedliche Interessenentwicklung bei Männern und Frauen. Für sie sind allein die gesellschaftlichen und kulturellen Einflüsse prägend. Die Ergebnisse einer Studie von Professor Simon Baron Cohen vom Cambridge College in Großbritannien sagen dagegen etwas ganz anderes aus. Mädchen und Jungen bilden unterschiedliche Mengen an Hormonen, besonders Testosteron. Dieses Hormon steuert die Art und Weise, wie sich das Gehirn entwickelt, und das wiederum hat einen Einfluss auf das Verhalten der Kinder. So fand Baron Cohen heraus, dass ein hoher Testosteronspiegel dafür verantwortlich ist, dass Kinder langsamer sprechen lernen, weniger Augenkontakt suchen und später Mühe mit Empathie haben, also weniger in der Lage sind, Gedanken und Gefühle anderer Personen zu erkennen und zu verstehen. Dafür aber ein größeres Interesse an Systemen und deren Funktionsweise haben.
Aber auch kulturelle Einflüsse spielen eine Rolle. So kommt Camilla Schreiner von der Uni Oslo in ihren Forschungsergebnissen zu dem Schluss, dass sich Mädchen umso weniger für Technik interessieren, je moderner ein Land ist. Dazu hat sie 15-jährige Mädchen aus 23 Ländern zu ihren Interessen befragt. Die Universität von Oslo will wissen, warum nur wenige Mädchen Naturwissenschaften studieren. Camilla Schreiner hat in 20 Ländern geforscht. Sie fand heraus, Mädchen in weniger auf Gleichheit orientierten Ländern sind interessierter an Technik als norwegische Mädchen. Ich dachte, bei Gleichberechtigung haben die Geschlechter auch die gleichen Interessen. In diesem Teil der Studie geht es um 108 Fragen. Keine davon zeigt das Muster, das Sie genannt haben. Keine zeigt, dass die Interessen der Geschlechter desto ähnlicher werden, je moderner ein Land ist. Je moderner ein Land ist, desto weniger interessiert Mädchen Technik. Im Film konfrontiert Harald Ayer den Genderforscher Jürgen Lorentzen mit diesen Forschungsergebnissen. Studien sagen, dass männliche und weibliche Gehirn seien verschieden. Was sagen Sie? Ich denke, das ist eine altmodische Forschung. Die meisten dieser Forschungen wurden später widerlegt. Die meisten Menschen sagen heute nicht, unsere Hirne seien verschieden. Der Unterschied ist also nur das Geschlechtsorgan? Brüste, Haare, Größe und ein paar andere Dinge. Aber alles andere ist gleich. Gefühle, Interessen? Ja, Intelligenz, Fähigkeiten, das ist im Grunde gleich. Der meint, das sei altmodische Forschung. Die Unterschiede der Geschlechter seien nur die sichtbaren Geschlechtsmerkmale. Die ungleichen Interessen wären das Ergebnis unterschiedlicher Erwartungen an Mädchen und Jungen. Unglaublich. Unglaublich? Absolut unglaublich. Ich bin überrascht, dass jemand das sagen kann. Ich würde da die Frage stellen, woher kommen die körperlichen Unterschiede? Woher kommen die Unterschiede bei den Genitalien von Mann und Frau? Von der Evolution. Das ist sicher die Antwort der meisten Sozialwissenschaftler. Und was veranlasst diese körperlichen Unterschiede? Was ist verantwortlich für die Bildung von Hormonen, Peptiden, die alles am Laufen halten? Das menschliche Gehirn vor allem, durch Rückmeldungsabläufe. Mir scheint die Idee seltsam, dass die Evolution mit der Fortpflanzung gearbeitet hat und dabei aber keinerlei Einfluss auf unser Gehirn gehabt hätte, das aufwendigste Einzelorgan, das wir haben. Die Biologin Ann Campbell ist entsetzt über die These von Lorentzen und fragt, woher kommen denn die Unterschiede in den Genitalien bei Mann und Frau? Es ist das menschliche Gehirn, das aufwendigste Einzelorgan, das wir haben. Befragt nach ihren wissenschaftlichen Grundlagen, sagt die Genderbefürworterin Frau Egland, sie habe eine theoretische Basis. Darin gebe es für sie keinen Platz für Biologie. So sieht also die Grundlage der Genderforschung aus, auf die sich Sexualkunde-Experten berufen. Eine theoretische Annahme, in der es keinen Platz für Biologie gibt und andere sehr unterschiedliche Auffassungen darüber, ob kulturelle Einflüsse oder genetische Faktoren das menschliche Verhalten bestimmen. Es bleibt also paradox. Obwohl sich ein Land auf die Fahnen geschrieben hat, die Gleichberechtigung der Geschlechter voranzutreiben und dafür die besten Voraussetzungen geschaffen hat, entwickelt es sich in der Praxis konträr zu dem gewünschten Ergebnis. Die Natur kümmert sich nicht um wissenschaftliche Erklärungen. Sie setzt sich einfach durch. Liebe Zuschauer, in der heutigen Sendung folgt nun ein weiterer Puzzlestein der monopolaren Gleichschaltungspolitik der sogenannten Neuen Weltordnung, NWO. Eine Einführung dazu sendeten wir bereits am 29. Juni 2015, dort mit dem Titel »Das Kräftemessen um die neue Weltordnung«. Zur Erinnerung, in einer monopolaren Welt wird sich nur ein Politik- und Gesellschaftsmodell durchsetzen. Welches Gesellschaftsmodell drängt sich nun in der Familien- und Erziehungspolitik weltweit immer mehr in den Vordergrund?
Hier findet die Monopolisierung, das heißt Gleichschaltung, mittels dem Gender Mainstreaming statt. Gender Mainstreaming kommt mit wohlklingenden Worten und schönen Versprechungen daher, wie zum Beispiel: Es gibt keine Diskriminierung mehr von Mann oder Frau. Und in allen gesellschaftlichen Bereichen sollen die Geschlechter einander gleichgestellt werden. Doch verbirgt sich dahinter eine autoritäre Weltanschauung, die nun weltweit installiert werden soll. Bereits 1995 hat Frau Dale O'Leary an der 4. Weltfrauenkonferenz in Peking interessante Details darüber erfahren. Frau O'Leary ist Historikerin und arbeitet seit 20 Jahren als freie Journalistin. Seit vielen Jahren setzt sie sich für den Schutz von Ehe und Familie ein. Sie sagte, ich zitiere: Immer wieder werde ich gefragt, was ich in Peking sah. Auch auf die Gefahr hin, zu stark zu vereinfachen, ist meine Antwort: Im UN-Establishment haben folgende Ansichten die Mehrheit. Erstens: In der Welt braucht es weniger Menschen und mehr sexuelle Vergnügungen. Es braucht die Abschaffung der Unterschiede zwischen Männern und Frauen sowie die Abschaffung der Vollzeitmütter. Zweitens: Da mehr sexuelles Vergnügen zu mehr Kindern führen kann, braucht es freien Zugang zu Verhütung und Abtreibung für alle und Förderung homosexuellen Verhaltens, da es dabei nicht zur Empfängnis kommt. Drittens: In der Welt braucht es einen Sexualkundeunterricht für Kinder und Jugendliche, der zu sexuellem Experimentieren ermutigt. Es braucht die Abschaffung der Rechte der Eltern über ihre Kinder. Viertens: Die Welt braucht eine 50-50 Männer-Frauen-Quotenregelung für alle Arbeits- und Lebensbereiche. Alle Frauen müssen zu möglichst allen Zeiten einer Erwerbsarbeit nachgehen. Fünftens: Religionen, die diese Agenda nicht mitmachen, müssen der Lächerlichkeit preisgegeben werden. Meine Damen und Herren, hier enden also die schönen Worte, mit denen Gender umschrieben wird. Denn laut Gender ist die Mann-Frau-Ehe und die daraus folgende Familie Ursprung und Urtypus aller Unterdrückung der Frau und gehört abgeschafft. Frau und Mann werden von der Last der sogenannten Zwangsheterosexualität ja letztlich von allen Schranken bezüglich sexueller Verhaltensweisen befreit. Die Frau wird von der Last der Familie und der Kinderpflege befreit. Dies geschieht durch erstens Empfängnisverhütung, zweitens Abtreibung der unerwünschten Kinder und drittens bei den erwünschten Kindern durch flächendeckende Kinderbetreuungsmöglichkeiten schon ab dem Säuglingsalter. Für alle öffentlichen und privaten Arbeitsstellen soll eine Quotenregelung von 50% Frauen, 50% Männer erreicht werden. Das heißt, dass alle Mütter einer Erwerbsarbeit nachgehen und demzufolge ihre Kinder sowieso nicht mehr selbst betreuen und erziehen können. Dafür hat dann der Staat Zugriff auf die Kinder. Das erleichtert eine Manipulation und Gleichschaltung der künftigen Generation. Diese ganze Entwicklung von der schrittweisen Abschaffung aller Elternrechte bis hin zur Durchsexualisierung der ganzen Gesellschaft inklusive der Kinder ist also nicht zufällig entstanden, sondern gezielt gesteuert. Und zwar von einer kleinen Minderheit von Frauen und Männern, die bereits in den Machtzentren sitzt. Diese nutzt ihre Position, um die Gender-Agenda weltweit den Völkern aufzuzwingen. Bewährte Familienstrukturen sollen zerstört werden, die Vermehrungsfähigkeit der Völker reduziert und die Weltbevölkerung insgesamt verringert. Wie und durch wen das nun geschieht, berichten wir im zweiten Teil, der anschließend gesendet wird. Dort wird aufgezeigt, wie Gender-Mainstreaming ausgehend von den UN-Weltfrauenkonferenzen seit dem Jahr 1985 in die ganze Welt gelangte. Bleiben Sie dran. Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen hier im Studio Dresden. Im vorherigen Medienkommentar berichteten wir, wie durch Gender Mainstreaming auch die Erziehungs- und Familienpolitik der Gleichschaltung der neuen Weltordnung unterliegt. Die jetzige Sendung zeigt auf, dass die Gender-Perspektive durch ein Zusammenwirken vieler Organisationen und Regierungen durchgesetzt wird. Jedoch so, wie es Dale O'Leary in ihrem Buch The Gender Agenda schreibt. Ich zitiere: Die Gender-Perspektive kommt nicht als großes Schiff daher, obwohl sie doch in allen politischen und öffentlichen Programmen verankert werden soll, sondern wie ein U-Boot, das keiner genau kennen soll. Die Umsetzung des Gender Mainstreaming geschieht von oben nach unten. Das heißt, beginnend auf der Ebene der UN, häufig auch UNO genannt, für United Nations Organization.
So wurde der Begriff Gender Mainstreaming bereits im Jahre 1985 auf der dritten UN-Weltfrauenkonferenz in Nairobi diskutiert und 10 Jahre später auf der vierten UN-Weltfrauenkonferenz in Peking weiterentwickelt. Die eigentliche Arbeit solcher UN-Konferenzen wird jedoch auf den Vorkonferenzen in verschiedenen Ländern geleistet. So auch für die vierte UN-Weltfrauenkonferenz in Peking im Jahre 1995. Die Aufgabe der UN-Angestellten wäre es, den gewählten UN-Delegierten der Mitgliedstaaten hilfreich zur Seite zu stehen. Vielmehr jedoch halfen sie, die Interessen mächtiger Nichtregierungsorganisationen durchzusetzen. So zum Beispiel die der Frauenorganisation Women's Environment and Development Organization, kurz WIDO, oder auch die der einflussreichen Lobbygruppe International Planned Parenthood Federation, der IPPF. Diese beiden einflussreichen Nichtregierungsorganisationen, kurz NGOs, haben erheblich an Macht zugenommen und setzen ihre eigenen Ziele in der UN durch. Die WIDO kann ohne Übertreibung als Schatten-UN bezeichnet werden. Jedoch wurden viele Organisationen, die für Familien- und Lebensschutz einstehen, an der Vorkonferenz in New York gar nicht erst eingeladen. Oder die Eingeladenen durften häufig nicht an den offiziellen Sitzungen im Saal teilnehmen. Auch hier nach dem Motto, wer sich nicht gleichschalten lässt, wird ausgeschaltet. An der Hauptkonferenz dann, sprich der vierten UN-Weltfrauenkonferenz in Peking, war alles nur noch eine Formsache. So setzten dann eben diese einflussreichen Gremien die Gender-Ideologie durch, so dass die Präsidentin der UN-Weltfrauenkonferenz in Peking, Frau Gertrude Mongella, die Konferenz zum großen Erfolg erklärte. Seither treiben insbesondere die UN-Organisationen für Menschen-, Frauen- und Kinderrechte die Umsetzung des Gender-Mainstreaming voran. Dazu gehören die beiden bereits erwähnten Organisationen WIDO und IPPF, in Deutschland ist dies die Pro Familia, dann aber auch milliardenschwere Stiftungen wie Rockefeller, Bill and Melinda Gates und Milliardäre wie Warren Buffett und George Soros. Auf der Ebene der EU wird zielstrebig daran gearbeitet, die Gender-Ideologie als Norm in allen Mitgliedstaaten zu verankern und Widerstand zunehmend zu ahnden. Ziel ist es, durch Beschlüsse und Gesetze zu Gleichstellung, Antidiskriminierung, Homophobie, Homo-Ehe und so weiter den Umsturz der Werte- und Sozialordnung Europas herbeizuführen. Dies geschieht durch Kommissionen wie dem Europäischen Parlament, der EU-Grundrechtsagentur, dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte sowie durch Lobbyorganisationen wie dem ILGA Europa. ILGA ist der Dachverband der homosexuellen Bewegung, welcher zu 70% durch öffentliche Gelder finanziert wird. Auf der gesellschaftlichen Ebene wird in nationalen Regierungen Gender Mainstreaming zum Leitprinzip und zur Querschnittsaufgabe erhoben, so auch seit 1999 in Deutschland durch einen Kabinettsbeschluss der Bundesregierung. Und dies ohne eine Debatte im Parlament oder in den Medien. In jeder Institution wird Gleichheit zwischen Männern und Frauen vorangetrieben, so auch im Bildungssystem. Nicht nur in den Frühsexualisierungsprogrammen in den Klassenzimmern, sondern durchgehend wie ein roter Faden wird zunehmend sämtliches Schulmaterial auf der Gender-Ideologie aufgebaut. Ebenfalls wird die Bevorzugung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt durch rechtsverbindliche Frauenquoten eilends vorangetrieben. Auch die Jugendämter erweisen sich als eines der unscheinbaren U-Boote, die die Gender-Agenda vorantreiben. So stieg die Zahl der in Obhut genommenen Kinder durch die Jugendämter in den letzten Jahren drastisch an. Bereits im Jahre 2013 stieg die Zahl auf über 40.000 Kinder allein hier in Deutschland. Dabei handelte es sich, wohlverstanden, bei einer überwiegenden Anzahl der Fälle nicht um Notfälle wegen Kindsmisshandlung. Denn gemäß Gender-Ideologie gehört die Verantwortung über die Erziehung und das Wohl der Kinder nicht primär in die Familie, sondern dem Staate und deren Institutionen, Jugendheimen, Internaten und so weiter.
Weiter wird die Gender-Ideologie über die Medien und die Filmindustrie vorangetrieben. Zusammenfassend ist zu sagen, dass diese Gender-Ideologie nur dank Macht und Geld einiger wenigen durchgesetzt werden konnte. Sie soll in den Mainstream gebracht und zum Leitbild gemacht werden, nachdem die Welt regiert wird. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, seit einigen Jahrzehnten wird an der monopolaren Gleichschaltung der sogenannten neuen Weltordnung gearbeitet. Noch aber ist es nicht zu spät, den Schiffskurs zu wenden. Guten Abend. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, guten Abend. Der Begriff Neue Weltordnung, kurz NWO, wird verschieden angewandt und mit Inhalt belegt. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde der Begriff als ein politisches Schlagwort für Konzepte geprägt, welche eine internationale Friedens- und Rechtsordnung etablieren sollten. Insbesondere in der Außenpolitik der USA des 20. Jahrhunderts ist der Begriff eine wiederkehrende Redewendung. Zum Beispiel sprach der ehemalige US-Präsident George W. Bush am 11. September 1990 nach dem Ende des Kalten Krieges davon, dass eine neue Weltordnung, in Englisch New World Order, notwendig und wünschenswert sei. Die Behauptung, dass einige wenige Drahtzieher, auch Globalisten genannt, das Ziel verfolgen, mit allen Mitteln eine autoritäre eine Weltregierung durchzusetzen, wird häufig als Verschwörungstheorie abgetan. Andererseits finden sich jedoch im Internet Äußerungen von namhaften Architekten dieser NWO, womit sie ihre eigentlichen Ziele offenbaren. Hören Sie nun einige Beispiele. David Rockefeller, ein US-amerikanischer Bankier und Milliardär, soll 1994 vor dem Wirtschaftsausschuss der Vereinten Nationen gesagt haben: Wir stehen am Beginn eines weltweiten Umbruchs. Alles, was wir brauchen, ist die eine richtig große Krise und die Nationen werden die neue Weltordnung akzeptieren. David Rockefeller schrieb 2006 in seiner Autobiografie Memoiren: Manche behaupten sogar, dass wir uns weltweit mit anderen zur Errichtung einer global integrierten, politisch-wirtschaftlichen Struktur verschworen haben. Wenn das die Anklage ist, bekenne ich mich schuldig und ich bin stolz darauf. Henry Kissinger, ein US-amerikanischer Politwissenschaftler, soll 1993 gesagt haben: Was dem Kongress vorliegen wird, ist kein gewöhnliches Handelsabkommen, sondern die Architektur eines neuen internationalen Systems. Ein erster Schritt in Richtung einer neuen Weltordnung. Weiter soll Henry Kissinger gesagt haben: Globalisierung ist nur ein anderes Wort für US-Herrschaft. Winston Churchill, britischer Premierminister während des Zweiten Weltkrieges, soll gesagt haben: Derjenige muss in der Tat blind sein, der nicht sehen kann, dass hier auf Erden ein großes Vorhaben, ein großer Plan ausgeführt wird, an dessen Verwirklichung wir als treue Knechte mitwirken dürfen. James Paul Warburg, aus einer deutsch-jüdischen Bankiersfamilie und Berater des US-Präsidenten Roosevelt, soll am 17. Februar 1950 gesagt haben: Wir werden eine Weltregierung haben, ob sie nun wollen oder nicht, entweder durch Unterwerfung oder durch Übereinkunft. Meine Damen und Herren, Verschwörungstheorie oder doch eher Verschwörungstatsache? Doch urteilen Sie selbst nach den eben genannten Beispielen. Was jedoch kaum bestritten werden kann, dass praktisch in allen Bereichen des menschlichen Lebens ein regelrechtes Kräftemessen zwischen Befürwortern einer monopolaren Weltordnung und Befürwortern einer multipolaren Weltordnung stattfindet. Der Begriff monopolar wurde nach dem Ende des Kalten Krieges in den 1990er Jahren geprägt. In einer monopolaren Welt würde sich das Politik- und Gesellschaftsmodell der USA als einzig verbleibende Supermacht durchsetzen. Monopolar bedeutet, dass immer nur eine Weltanschauung vorherrschend, dominierend und maßgebend sein soll. Sei es über andere Länder, Kulturen, Religionen, sonstige Gruppierungen oder Meinungen. Demgegenüber bedeutet multipolar, dass die verschiedenen Weltanschauungen oder Nationen grundsätzlich als gleichwertig und eigenständig anzusehen sind. Diese können jedoch sehr wohl ihre Synergien nutzen und zusammen kooperieren. In der Sendung vom 1. Juni 2015 berichteten wir bereits ausführlich darüber. Nun zeigt sich jedoch ein roter Faden. Alle und alles, was sich nicht einer monopolaren Weltordnung unterwirft, seien es ganze Nationen, Religionen, kulturelle Werte und sonstige Weltanschauungen,
wird bekämpft, verteufelt, bedroht, ausgegrenzt, verboten, aufgelöst, unglaubhaft, lächerlich oder unwirksam und so weiter gemacht. Mit unter anderem solchen Strategien sollen alle Hindernisse, die den Globalisten im Wege stehen, beseitigt werden. Dies wird in den nun folgenden Beispielen deutlich. Im Bildschirm blenden wir Ihnen jeweils Verweise auf weitere Sendungen ein, welche wir in diesem Zusammenhang bereits hier auf KlarTV ausgestrahlt haben und welche Sie gern noch einmal vertiefend ansehen können. Kommen wir nun zu den Beispielen, die zeigen, wie Hindernisse, die den Globalisten im Wege stehen, beseitigt werden sollen. In der Politik brachte es der venezolanische Präsident Nicolas Maduro auf den Punkt. Am 1. September 2014 sagte er hierzu: Die NATO-Länder versuchen, Russland einzukreisen, es zu stoppen. Und indem sie Russland zu stoppen versuchen, wollen sie damit das Aufkommen neuer Mächte aufhalten und eine neue multipolare Weltordnung des 21. Jahrhunderts verhindern. Deshalb ist es auch kaum verwunderlich, dass Maduro aufs Schärfste mit Vorwürfen eingedeckt wird. Wie Nationalstaaten, Nationalbewusstsein oder auch Religionen aufgelöst werden sollen, berichteten wir ausführlich in der Sendung vom 16. Mai 2015. Nazis als Waffe gegen hinderliches Nationalbewusstsein. Was das Medienmonopol betrifft, soll Mike Nichols, ein US-amerikanischer Regisseur und Schauspieler, im Jahre 1999 wie folgt gesagt haben. Eine Handvoll Menschen kontrollieren die Medien der Welt, die alles erfassen. Alle Zeitungen, alle Magazine, alle Filme, alles Fernsehen. Es gab einmal eine Zeit, da gab es verschiedene Meinungen, Haltungen in den Medien. Heute gibt es nur eine Meinung, die zu formen 4-5 Tage dauert, dann ist sie jedermanns Meinung. Auch auf wirtschaftlicher Ebene ist die monopolare Vormachtstellung der US-amerikanischen Zentralbank, des Dollars als Weltwährung, des Internationalen Währungsfonds und so weiter kaum zu leugnen. Auch hier findet ein regelrechtes Kräftemessen statt. Dies zeigt sich zum Beispiel, indem als multipolares Gegengewicht die BRICS-Staaten gegründet wurden, immer mehr Nationen nicht mehr in Dollar kaufen bzw. verkaufen oder im Jahr 2014 die asiatische Infrastrukturinvestmentbank von China und 20 anderen Staaten gegründet wurde. In der Familien- und Erziehungspolitik findet die Monopolarisierung, das heißt Gleichschaltung, mittels dem Gender Mainstreaming statt. Hierzu werden wir in weiteren Sendungen berichten. In der Medizin wird die Monopolarisierung mittels der sogenannten Schulmedizin im Verbunde mit der Weltgesundheitsorganisation WHO und der Pharmaindustrie vorangetrieben. Alternative Heilungsmethoden werden oft aufs Übelste verunglimpft, von den Krankenkassen ausgeschlossen oder sogar verboten. Auch darüber werden wir in weiteren Sendungen berichten. Ebenso in der Film- und Unterhaltungsindustrie oder den sogenannten sozialen Medien, durch die die US-amerikanischen Werte vermittelt werden, findet ein unübersehbares Kräftemessen um die neue Weltordnung statt. So wurde zum Beispiel in China der Import ausländischer Filme eingeschränkt oder Facebook und Twitter verboten. Auch hierüber werden wir in weiteren Sendungen Sie auf dem Laufenden halten. Dieses Kräftemessen zeigt sich auch in der international wirkenden Justiz oder wenn es um große Organisationen wie den FIFA-Fußballverband geht, wie wir bereits in der Sendung vom 2. Juni 2015 erläuterten. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, diese Ausführung, wie dieses Kräftemessen um die NWO auf den verschiedenen Ebenen stattfindet, ist nicht vollständig und kann weiter ergänzt werden. In weiteren Sendungen werden wir ausführlicher auf einzelne dieser Themengebiete eingehen. Bleiben Sie daher dran, hier auf KlarTV. Bis bald und guten Abend. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.